Hast du Corona? Nee. Soll ich uns mal ein Sixpack kaufen gehen? Das kannst du nicht kaufen. Musst du trainieren für. Wie trainieren? Meinst du, ich gehe trainieren und krieg dann ein gratis Corona-Sixpack? Nein, aber dann kannst du ein Sixpack kriegen. Du musst auch irgendwie richtig essen oder so. Keine Ahnung. Siehst du aus, als wüsste ich das? Nee, aber du hast doch gerade damit angefangen. Ach so, ja. Also kannst du mir eine Flasche abgeben? Wovon? Corona. Ich habe keine Flasche mit Coronaviren. Nee, eine Flasche von Corona. Mit Corona. Ich glaube nicht, dass Viren in der Lage sind, sich eine Flasche zu machen. Nein, die ist schon von Menschen gemacht. Also von Menschen, von Corona, mit Corona. Ja, genau. Das macht keinen Sinn. Muss man immer objektiv betrachten. Genau, wie bei so einer Kamera. Durchs Objektiv gucken. Ja, genau, das ist wichtig. Ja, genau, du bist ein Wicht. Apropos Wicht. Hast du jetzt Corona da oder nicht? Nein, ich habe kein Corona. Da kannst du die Atemmasken auslassen und musst keinen verständigen. Du, ich werde ja so dick jemanden verständigen. Nein, bitte nichts. Das bringt sowieso nichts, weil ich nichts habe. Ja, deswegen verständige ich ja jetzt jemanden, damit wir beide was haben. Was? Du willst uns beiden Corona gönnen? Ja, du kannst auch noch ein bisschen von mir abhaben. Nein. Ja, du musst nicht. Aber ein geschenktes Pferd packt man auf den Herd. Bitte geh. Ich möchte gesund bleiben. Das bisschen Bier macht schon nichts, aber okay. Schönen Tag noch, tschüss. Du musst mir helfen. Ich? Ja, ich rede doch gerade mit dir. Hätte ja sein können, dass hinter mir noch jemand steht und du dem redest. Aber hier ist niemand in diesem Raum. Also außer ich und ich. Ja, also ich. Genau, du. Genau, du und ich. Aber eigentlich bin ich du und du bist ich. Was ist denn das für ein Metascheiß? Sorry. Also ich brauche deine Hilfe. Wobei kann ich dir helfen? Ich brauche Verstärkung, um Chono zu retten. Chono retten? Was ist denn? Wo ist der? Er ist bei unserem Arzt. Wieso? Schlaganfall. Und was meinst du jetzt mit retten? Hört sich so an, als wäre er schon gerettet. Rettig wie Meerrettich. Nein, dieser Arzt ist böse. Ach so, wenn der böse ist. Aber lebt Chono noch? Ich glaube schon. Also er rettet Chono das Leben und du sagst, er sei böse? Das sag ich. Und wieso sagst du das? Weil ich deine Hilfe brauche. Nein, ich meine, wie kommst du auf das böse? Ach so, ich habe bei Chono gewartet und dann sollte ich gehen, hat er gesagt. Wieso solltest du denn gehen? Weiß ich nicht, einfach so. Oh, er erscheint mir schuldig. Ich helfe dir im Kampf gegen den Bösen. Okay, vielen Dank. Hast du schon einen Plan? Einen Planwagen? Nein, einen Plan gegen das Böse. Du meinst eine Plane? Die habe ich. Nein, nein. Ach, Englisch? Plane? Nein, das meine ich auch nicht. Ach, du meinst einen Plan? Ja, genau, einen Plan. Ah, einen Plan. Ja, den habe ich. Dann ist gut. Dann sehe ich uns da. Nice, Mann. Ich ziehe nächste Woche nach Dänemark. Wieso ziehst du denn nach Dönermarkt? Was? Auf jeden Fall kann ich dir nicht helfen. Hallo. Hallo, ich bin wieder da. Okay. Wie okay? Willst du nichts dagegen tun? Wieso sollte ich? Du hast mich doch auch weggeschickt. Kenn ich dich? Ja. Ich hab bei Chono gewartet und dann hast du mich brutal weggeschickt. Honcho? Nein, Chono. Da klingelt nichts. Was ist denn da los? Ah, Moment. Ich glaube, da hat's gerade geklingelt. Ja, das glaube ich auch. Na, dann muss ich jetzt weiter. Wohin? Kann ich dir nicht sagen. Wieso denn nicht? Weil du jetzt schnell Chonos Folterinstrumente abnehmen musst? Nein, ärztliche Schweigepflicht. Ach, daran erinnerst du dich? Aber du bist kein richtiger Arzt in dem richtigen Krankenhaus. Du bist der Firmenarzt. Kein Grund, beleidigend zu werden. Sind halt Fakten. Da kann man nichts dran rütteln. Doch. Oh, scheiße, Mann. Also kann ich jetzt meinen Patienten oder willst du was von mir? Ich will noch was von dir. Was denn? Was du mit Chono gemacht hast. Ärztliche Schweigepflicht. Und ich weiß nicht, wen du meinst. Den Typ mit dem Schlaganfall. Mit dem Schlaganfall? Genau, mit dem. Jonas. Sass. Nix. Fix. Ich wusste, dass das jetzt kommt. Du scheiß Drecksdepp. Tut mir leid. Okay, dann ist gut. Hallo? Protagonist am Apparat? Ahoi. Ahoi. Ich glaube, du weißt schon, warum ich anrufe. Nein, tu ich nicht. Woher soll ich das wissen? Ich dachte, jetzt ist es offensichtlich. Nein, hier ist nichts offen. Offensichtlich. Offensichtlich ist hier nichts offen. Ist ja auch egal. Warum fragst du dann? Ich habe nichts gefragt. Aber fast. Okay, wenn du das sagst. Warum rufst du denn jetzt an? Bei deinem letzten Auftrag ist etwas schiefgelaufen, habe ich gehört. Ja, das war Jerry. Du weißt, dass er behindert ist. Warum machst du dich über Behinderte lustig? Du darfst dich nicht über Behinderte lustig machen. Sich über Behinderte lustig zu machen, ist illegal und doof. Das meine ich nicht. Den. Nur weil er behindert ist, ist er kein Neutrum. Warum sollte er denn Neutrum essen? Neutrum sein. Sein oder nicht sein? Das ist hier die Frage. Nein, die Frage ist, warum du anrufst. Habe ich dir doch gerade gesagt. Nein, du hast gerade Jerry beleidigt. Nein, habe ich nicht. Doch, hast du. Nee, das habe ich nicht. Doch, doch, doch. Genau das hast du gemacht. Ich habe das nicht gemacht. Du hast genau das gemacht. Habe ich nicht. Ich habe es auf Video aufgenommen. Was? Ja, da guckst du ja jetzt blöd, ne? Woher weißt du das? Eigentlich guckst du immer blöd. Da kann man nichts machen. Hast du auch das Audio aufgenommen? Nein, nur Video. Ha, du Drecksdepp. Du scheiß Drecksdepp. Das Video bringt dir doch nichts. Das war Sarkasmus. Ach so. Außerdem doch. Mit Lippenleseskills. Das habe ich nicht bedacht. Du bist ja auch ziemlich dumm. Ich wünsche noch einen schönen Tag.